Ja, schönen guten Tag und hallo erneut aus der Media Lounge hier im ARD Hauptstadtstudio. Bei mir ist richtig Janosch Dahmen, der nicht nur im Deutschen Bundestag für die Grünen im Gesundheitsausschuss sitzt, sondern auch Obmann im parlamentarischen Begleitgremium der Covid-19-Pandemie ist. Herzlich willkommen, Herr Dahmen. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Unter diesem parlamentarischen Begleitgremium kann sich vielleicht der Normalsterbliche, mich eingeschlossen, nicht so richtig viel vorstellen. Können Sie mir vielleicht mal kurz erklären, was machen Sie denn da? Ja, der Bundestag hat beschlossen, dieses Begleitgremium einzurichten, relativ spät in der Pandemie, jetzt erst im Verlauf des Frühjahrs, mit dem Ziel, das, was an wissenschaftlicher Expertise zur Begleitung der Pandemie erforderlich ist, um im Parlament gute Beratungen auf Basis der besten verfügbaren wissenschaftlichen Daten, Fakten, Informationen zu machen, nicht nur alles im Gesundheitsausschuss zu diskutieren, sondern weil wir gemerkt haben im Ausschuss, wir brauchen dazu mehr Zeit, das eben zusätzlich in einem Extragremium, diesem Unterausschuss, zu diskutieren. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen sehr viele wichtige Informationen mit einbezogen werden konnten und dieses Gremium in großer Regelmäßigkeit und Frequenz jede Woche auch außerhalb der Sitzungszeit getagt hat, bis jetzt zur Sommerpause des Parlaments. Und da sind auch Nicht-Gesundheitsexperten drin? Oder ist das sozusagen eine interne Weiterbildungssache für Experten, wenn ich das mal so nennen darf? Nee, tatsächlich sind also dort Abgeordnete unterschiedlicher Ausschüsse und natürlich aller Fraktionen drin vertreten. Und es ist auch darauf geachtet worden, dass wir in den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, eben nicht nur mit einer gesundheitspolitischen Perspektive auf die Pandemie auseinandersetzen, sondern beispielsweise die sozialpolitischen Folgen oder auch wirtschaftliche Folgen der Pandemie mit in den Blick nehmen. Und je nach Thema ist auch tatsächlich die Konstellation der Abgeordneten, die dann an den Beratungen teilgenommen haben, durchaus mal unterschiedlich. Früher ist es ja ein bisschen spät, wenn man mal so überlegt, wie lange wir schon uns mit dieser Pandemie herumschlagen. Ja, tatsächlich ist das meines Erachtens eine der ganz großen Lehren, die wir aus der Pandemie mitnehmen müssen. Politik wird auch bei anderen großen Krisen und Herausforderungen, beispielsweise Klimakrise, nicht ohne wissenschaftliche Expertise auskommen. Und hier wird es erforderlich sein, dass letztlich die kontinuierliche Einbeziehung von Wissenschaft eben nicht nur im Rahmen einer Anhörung, sondern in einem regelmäßigen Prozess stärker ans Parlament angebunden wird. Und ich finde, es ist auch wichtig, das nicht nur hinter verschlossenen Türen zu tun, sondern um auch das Vertrauen in demokratische Entscheidungen zu stärken, ist es wichtig, dass eben solche Verfahren oder solche Sitzungen solcher Gremien dann auch öffentlich stattfinden, damit gesehen werden kann, dass Politik nicht im freien Raum sich einfach nach bester Laune Gedanken macht, sondern zuhört und eben das zur Grundlage von Entscheidungen macht. Ein bisschen spät ist vielleicht auch ein gutes Stichwort für das, was heute stattfindet. Der Plan ist ja, während sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder die Köpfe heiß diskutieren, der Plan ist ja zu sagen, jetzt über den Corona-Herbst nachdenken. Wenn wir einfach mal uns das gesamte Verfahren, den Ablauf angucken, wie schätzen Sie das ein? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist es gerade richtig? Wie sehen Sie das? Ja, tatsächlich bin ich in großer Sorge und ich habe vor der Sommerpause immer wieder betont, wie wichtig es ist, jetzt im Sommer Vorsorge für den Herbst zu treffen. Es ist tatsächlich ein Stück weit frustrierend, dass wir nach anderthalb Jahren Pandemie immer wieder dieses Schema von zu spät, zu zögerlich, zu wenig, zu langsam in der Entscheidungsfindung im Vorgehen der Pandemiebekämpfung wiederkehren. Und wenn man sich das anschaut, dann ist ja die Situation, in der wir aktuell stehen, so, dass über 30 Millionen Menschen in unserem Land noch nicht hinreichend geschützt sind vor dem Virus durch eine Impfung. Wir eine Impfkampagne haben, die sehr in Stocken geraten sind. Wir Fallzahlen haben, die nicht nur überhaupt wieder ansteigen, sondern wir haben jetzt schon trotz der ganzen Impfkampagne ein höheres Infektionsniveau als letztes Jahr im Sommer zu dieser Zeit und sind deswegen, das ist meine Perspektive als Arzt, in einer sehr, sehr gefährlichen Situation vor diesem Herbst, trotz alledem, was wir wissen und wie wichtig es wäre, frühzeitig einzuschreiten. Nun sagt sich das ja, wenn man in der Opposition im Deutschen Bundestag sitzt, relativ leicht. Aber die Grünen sind ja auch in diversen Landesregierungen. Und man sieht ja in den unterschiedlichen Bundesländern auch, dass auch sowohl das Reagieren als auch das Planen ja alle jetzt unabhängig von der Parteizugehörigkeit
Staatsangehörigkeit vor Schwierigkeiten stellt. Also ist da, liegen da auch Probleme im System Ihrer Meinung nach, dass es dann auch der Exekutive schwer macht, mit der Agilität, die man in solcher Situation bräuchte, auch zu reagieren? Ja, wir hatten lange Zeit in der Pandemie das Problem, dass der Bund ja formal in den Entscheidungen sich sehr zurückgehalten hat, wir keine einheitlichen Regeln hatten und auch bis heute ein Konstrukt haben, was eigentlich ein festes Stufenschema, was gekoppelt an mehrere Indikatoren genau sagt, was wann zu tun ist, immer noch nicht vorliegt. Und weswegen jedes Mal dann, wenn die Situation irgendwie wieder ernst wird, mit großer Hektik und Aktionismus versucht wird, eine neue Lösung vorzulegen. Ich glaube, aus der Landesregierung allein lassen sich vielleicht lokal einzelne Prozesse steuern. Bei einer globalen oder mindestens auch europäisch-nationalen Pandemie lässt sich vor Ort im einzelnen, in der einzelnen Kommune oder auch im einzelnen Bundesland keine einzelne Strategie so effektiv implementieren, dass man sagt, wir in Baden-Württemberg sind aber gar nicht davon betroffen, wenn der Rest von Deutschland in einer schwierigen Situation ist. Insofern wäre es auch jetzt, wenn man sich den Tag heute anschaut, wieder Aufgabe der Bundesregierung, das Ganze zu orchestrieren, dafür zu sorgen, dass im Bildungsbereich trotz fehlender Zuständigkeit des Bundes in originärer Form letztlich in Einheitlichkeit notwendige Vorbereitungsmaßnahmen getroffen werden, damit die Schulen offen bleiben, Familien geschützt sind und wir insgesamt in einen besser abgestimmten Prozess gehen. Das ist bisher ausgeblieben und den Preis sehen wir immer wieder, dass nicht nur viel zu viele Menschen weiterhin krank werden, sondern dass wir einfach immer noch nicht so weit sind, dass wir sagen können, wir haben das Gröbste geschafft und diese Pandemie ist zumindest für den Moment unter Kontrolle. Was sagen Sie denn aber denjenigen, die jetzt vielleicht das Gegenargument bringen, dass man vielleicht darin auch eine Art Unterhöhlung des Föderalismus sehen könnte, wenn dann doch wieder mehr zentrale Vorgaben vom Bund kommen? Das wird ja gerne mal angebracht. Ja, ich glaube, es geht doch darum, dass wir am Ende des Tages eine gute funktionierende Struktur haben. Und ich bin niemand, der sagt, wir müssen uns jetzt eine neue Verfassung schreiben. Wir haben ja Strukturen auch im Parlamentarismus, die sowas zulassen. Also würden wir beispielsweise ein einheitliches Schema in der Vorgabe, was den Indikatorenmix angeht, was die Maßnahmen angeht, dazu kommen, das im Bundestag zu beschließen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass dann letztlich im Bundesrat die Länder beteiligt werden, dann wäre es tatsächlich gut möglich, das auch gemeinsam demokratisch ohne Verfassungsreform zu beschließen. Wir können ja vielleicht nochmal, man scheint jetzt so langsam in den Diskussionen dort zum Ende zu kommen, aber vielleicht nochmal auf ein paar einzelne Punkte, zumal vor allen Dingen den wesentlichen Punkt gucken, dass ja offenbar beschlossen wurde, dass die kostenlosen Bürgertests jetzt zum 11. Oktober Geschichte sein sollen, mit dem Argument, wer sich impfen lassen konnte, hat ein Angebot erhalten, wer das nicht wahrnehmen will, der muss halt zahlen für die Tests. Wie einleuchtend ist das? Ja, ich halte das zum gegebenen Zeitpunkt für falsch. Die Schnelltests sind ein ganz wichtiger Punkt, den wir brauchen, um letztlich die Ausbreitung der Pandemie im Blick zu behalten und realistisch einzuschätzen, wo stehen wir denn gerade. Wenn wir jetzt kostenlose Tests einstellen, dann werden sich im großen Stile die Menschen nicht mehr testen und wir wissen überhaupt nicht mehr, was eigentlich in der Pandemie los ist. Damit gehen wir in einen Blindflug rein. Das Virus interessiert sich aber nicht, sondern das breitet sich weiter raus. Also insofern bin ich der Meinung, Testen bleibt ein ganz wichtiger Baustein, das haben wir in der dritten Welle gesehen, zur Eingrenzung der Pandemie. Und den brauchen wir so lange, bis die Impfquote deutlich höher ist als im Moment. Also grundsätzlich nicht die falsche Idee, aber tatsächlich falscher Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Aber ist es nicht auch eine Gerechtigkeitsfrage, weil die Bundesregierung das ja nicht aus der Kaffeekasse zahlt, sondern das, hier sind ja dann Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die das mittragen. Und es geht da ja explizit um eine Gruppe, die sich bewusst dagegen entscheidet, dieses Impfangebot anzunehmen. Na, grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich davon ausgehen würde, dass die große Mehrheit in dem Land will, dass wir diese Pandemie gut in den Griff bekommen. Und wir kriegen sie nur in den Griff, wenn wir einerseits bei der Impfkampagne deutlich mehr Fortschritt machen und auf der anderen Seite dort, wo Menschen noch nicht geimpft sind, beispielsweise Kinder und Jugendliche, einen realistischen Überblick über die Situation behalten. Deswegen ist es im Interesse aller, dass wir das Testen als einen wichtigen Baustein der Pandemiebekämpfung beibehalten und gleichzeitig auf der anderen Seite
Seite dafür sorgen, dass wir die Menschen, die ja nicht nur Ja oder Nein sind, sondern die in einem großen Teil von 30 Millionen einfach noch nicht genügend überzeugt wurden, durch funktionierende zielgruppenspezifische Aufklärungsarbeit abholen und zu sagen, was ist denn individuell für mich in Argumenten gegenübergestellt, der zentrale Vorteil, dass ich mich impfen lasse. Und bisher hat sich die Bundesregierung darauf beschränkt, mit einer Kampagne Ärmel hoch, die irgendwie so ein bisschen nach Hände hoch klingt, zu gehen, die Leute, die sowieso überzeugt waren von der Impfung, zu sagen, jetzt ist es soweit, lasst euch impfen. Es käme aber jetzt darauf an, die Menschen, die noch am Zögern sind, abzuholen und zu sagen, das ist für euch der entscheidende Schritt, um euch nicht vor irgendetwas, sondern der konkreten Gefahr, dass sie ansonsten nur die Möglichkeit haben, sich selber zu infizieren und krank zu werden, zu schützen. Und das ist eben der Punkt, vor dem wir stehen und wo es entscheidend wäre, dass die Bundesregierung mehr tut. Im Übrigen mehr für Mobilität des Impfstoffes, was auch entscheidend wichtig wäre. Wie könnte das denn aussehen, Ihrer Ansicht nach? Denn also wir hören ja immer viel von niedrigschwelligen Angeboten und dergleichen mehr, aber wie macht man das konkret? Und es geht ja wirklich um Überzeugungsarbeit. Ja, wenn man jetzt mal sagt, dass wir auf der einen Seite zielgruppenspezifische Aufklärung als einen wichtigen Baustein machen, wo wir feststellen müssen, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die wir ja haben, die für sowas zuständig ist, weitestgehend abgetaucht ist in der Pandemie und eigentlich als ein wichtiger Baustein fehlt, um genau jetzt in dieser Phase des Zögerns und Zauderns die Leute nochmal für den Endspurt zu motivieren, wäre es auf der anderen Seite entscheidend, dass wir die Impfkampagne in der Impfstrategie insofern verändern, dass wir wegkommen von diesen stationären Impfangeboten in Impfzentren und komplett sozusagen in die Fläche gehen. Dass wir sagen, jeden Tag fährt über jedes Dorf ein Impfbus, macht ein Impfangebot. Auf jedem Marktplatz, vor jedem Einkaufszentrum, vor jeder Uni steht ein Impfbus. Dass wir das in den Alltag einfach integrieren. Dass wir unsere Corona-Warn-App weiterentwickeln. Dass sie uns zeigt, wo ist in der Umgebung gerade spontan der nächste Impftermin möglich. Und an diesen Stellen einfach den Impfstoff stärker zu den Menschen bringen, als versuchen ständig die Menschen zu irgendeinem Termin X zum Impfstoff zu bringen. Und wie funktioniert das dann, weil rein logistisch, wenn es zum Beispiel jetzt um die Organisation des Zweittermins angeht, das ginge ja problemlos vor allen Dingen mit Impfstoffen, wo man nur eine Dosis braucht, oder? Ja, oder eben der Regelmäßigkeit, mit der bestimmte Orte auftauchen. Wenn in meinem Dorf jeden Dienstag immer der Impfbus kommt, dann kann ich auch in 4 oder 5 Wochen den Zweitimpftermin wahrnehmen, ohne dass ich den planen muss. Wir tun halt immer so, als wäre dieses gesamte Land bestehend aus Leuten, die jetzt schon ganz sicher vorhersagen können, wo sie in 2 Wochen Dienstag um 8.35 Uhr sind. Und das ist einfach nicht der Alltag vieler Menschen. Die sind auf Montage, die haben vielleicht pflegebedürftige Angehörige, sind alleine erziehend, müssen sich um die Kinder kümmern. Und da ist es viel einfacher, in den Tag einzubauen, zu sagen, ach, jetzt bin ich eh gerade hier, jetzt lasse ich mich impfen, als zu sagen, ich muss jetzt schon genau vorausplanen, wie es da aussieht.